Hunderte von Demonstranten gehen am Sonntag in Stuttgart auf die Straße und protestieren gegen steigende Energiepreise und die Inflation. Aufnahmen zeigen, wie Demonstranten mit Schildern, die die Energiepolitik der Regierung anprangern, durch die Straßen von Stuttgart ziehen und die Behörden auffordern, Nord Stream 2 zu öffnen. Es kommt darauf an, wie viele Arbeitsplätze gehen verloren und was ist dann mit den Leuten, wo kein Geld mehr haben, können nicht mehr einkaufen gehen. Dann betrifft es wieder die Einzelhändler, die dann kaputt gehen werden. Und das lassen wir nicht zu. Die Strompreise brechen neue Rekorde. Nachdem Russland beschließt, die Erdgaslieferungen durch die Nord Stream Pipeline im Zuge des Streits um die Reparatur der Turbinen vor der entscheidenden Heizperiode im Winter zu unterbrechen. Die steigende Wirtschaftstätigkeit nach der Pandemie, die Schließung von Kernkraftwerken in Europa und die Schwierigkeiten bei der Belieferung der Kernkraftwerke mit Kohle durch die Flüsse, die aufgrund der außergewöhnlichen Trockenheit in diesem Sommer geschrumpft sind, lassen die Strompreise ebenfalls in die Höhe schnellen. Die Spaltung innerhalb unserer Gruppe, innerhalb unserer Gemeinschaft, das muss aufhören. Keine Egos mehr ausstellen, das kann jetzt sein. Dann lachen die Politiker nämlich über uns. Wir müssen uns einig werden, alle zusammenraufen für ein Ziel. Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung. Als ob man den Aufruf aus Stuttgart auch in Frankfurt vernommen hätte, sind auch hier die Menschen bannerschwingend unterwegs. Pro-russische Vereine schließen sich zusammen, beklagen die Entscheidungen der Regierung. Ja, wir haben uns heute hier in Frankfurt versammelt, da wir unsere Meinung kundgeben möchten. Wir, der Verband der Russlanddeutschen in Hessen e.V., haben die heutige Veranstaltung geplant und organisiert. Uns haben es auch angeschlossen andere deutsche Organisationen, die uns diesbezüglich die gleiche Meinung teilen und unterstützen. Wir haben uns hier versammelt, um zu sagen, dass wir mit der Politik der deutschen Bundesregierung zutiefst unzufrieden sind. Denn die eingeführten Sanktionen im Zuge des Russland-Ukraine-Konflikts führen dazu, dass die deutsche Wirtschaft nachhaltig zerstört wird und auch das deutsche Volk leidet extrem unter sehr hohen Inflation. In Deutschland soll gespart werden. Während Heizlüfter, Beleuchtungen und Strom eingeschränkt werden sollen, reisen andere mit ihren Teslas durchs Land. Politiker fordern das Runterdrehen der Heizungen, kürzer duschen oder dicker anziehen. Und während Milliarden von Euro in ein anderes Land fließen, so fehlt hier das Geld für die Wirtschaft, Infrastruktur und den Bürgern. Und eigentlich heißt es doch für die deutschen Politiker, dem deutschen Volke dienen, oder? Neben der pro-russischen Veranstaltung gibt es auch eine pro-ukrainische. Durch den Einsatz der Polizei wird ein Aufeinandertreffen der beiden Demozüge verhindert.